Guten Abend nochmal ins Publikum hier vor Ort und auch zugeschaltet per Zoom. Mein Name ist Gwendolyn Kremer, ich bin Kuratorin der Schaufler Residency im Schaufler Lab at TU Dresden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit zwei Stipendiatinnen aus dem Schaufler Kolleg at TU Dresden und zwei unserer ersten beiden Künstlerstipendiaten aus der Schaufler Residency hier beim KI-Festival des Deutschen Hygienemuseums Dresden und das Goethe-Institut zu Gast sein dürfen. An mir ist es nun, Ihnen ganz kurz das Schaufler Lab at TU Dresden vorstellen zu dürfen. Und im Folgenden werden zwei unserer Kollegiatinnen, Michael Klippan und Rebecca Roschi, sowie unsere beiden Artists in Residence, Anton Ginsburg und Christian Kosmas-Meyer, in aller Kürze in ihre Forschungs- und Rechercheprojekte aus künstlerischer und sowohl als geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive einführen. Das Schaufler Lab at TU Dresden wurde 2020 an der TU Dresden hier gegründet. Es wird getragen von der Schaufler Foundation. Das ist eine Stiftung, die im süddeutschen Raum in der Nähe von Stuttgart in Sindelfingen verortet ist und sich vor allem für die Beförderung und Unterstützung von Kunst, Gesellschaftswissenschaften, Technik und Unternehmertum kümmert. Und diese Schaufler Foundation hat sich schon in verschiedenster Weise bei uns an der TU Dresden engagiert und unterstützt jetzt unser Schaufler Lab seit letztem Jahr. Das erste Projekt oder die erste Förderphase widmet sich dem großen Thema künstlicher Intelligenz. Deshalb sind wir hier auch natürlich heute zu Gast, denn der Ansatz ist sehr, sehr innovativ im Schaufler Lab. Es gibt nicht nur Forschung aus wissenschaftlicher Perspektive auf das Thema und hier nämlich auch nicht aus technikwissenschaftlicher oder Zukunftsforschungsperspektive. Wir haben einen Kolleg, in dem neun Doktorandinnen sowie weitere Assoziierte aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive zu den Implikationen von künstlicher Intelligenz arbeiten. Das sind die Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und so weiter und so fort, Soziologie, Religionswissenschaften. Heute Abend werden wir von Rebecca Roschi aus der Perspektive der Technikgeschichte einen Einblick in ihr Forschungsprojekt gewinnen und Michael Klippan wird über ein Projekt, was in der Kunstgeschichte angesiedelt ist, berichten. Unsere beiden Künstler, die wir als Residency Artists einladen können, begleiten diese Forschungsphasen aus wissenschaftlicher Sicht und kümmern sich nochmal oder beschäftigen sich aus künstlerischer Perspektive mit dem Thema künstliche Intelligenz. Interessant ist also wirklich diese zwei Säulen, die unter dem großen Dach des Schaufler Lab firmieren und versuchen, dieses Thema nochmal in enger Auseinandersetzung und in Kooperation mit wissenschaftlichen Partnern, wie beispielsweise dem Center for Tactile Internet und Sketch AI, aber auch ganz anderen Forschungspartnerinnen aus den Ingenieurwissenschaften, aus der Elektrotechnik beispielsweise, aus den Naturwissenschaften, nochmal einen sehr, sehr breiten Blick auf dieses Zukunftsthema der künstlichen Intelligenz zu gewinnen. Beginnen wird heute Rebecca Roschi. Sie hat Geschichte und Politikwissenschaften an der TU Dresden studiert. Seit 2020 ist sie Stipendiatin im Schaufler-Kolleg und beschäftigt sich insbesondere mit einer technikhistorischen Perspektive auf künstliche Intelligenz. Sie promoviert bei Professor Henseroth, er vertritt den Lehrstuhl für Technikgeschichte und wird uns einen Überblick über die deutsch-deutsche Entwicklung der künstlichen Intelligenz in den vergangenen 40 Jahren in aller Kürze natürlich heute nur geben können und nochmal darauf hinweisen und eingehen, wie sich diese Technik und Zukunftstechnologie auch historisch entwickelt hat. Im Anschluss wird unser erster Künstlerstipendiat Christian Kosmas-Meyer, der hier links neben mir sitzt, über sein künstlerisches Forschungsprojekt bei uns berichten. Danach wird Michael Klippan über ein Thema aus der Kunstgeschichte sprechen, und zwar beschäftigt er sich mit Magie und KI und wird an zwei Beispielen nochmal ausführen, wie
magisches Denken und auch neuer Materialismus im Kontext von künstlicher Intelligenz, künstlerische Forschungsprojekte zum einen, aber auch künstlerische Arbeiten zum anderen bedingen und letztlich auch befördern, wenn man so will. Als letztes wird Anton Ginzburg, unser zweiter Artist in Residence, seine drei verschiedenen künstlerischen Forschungsprojekte vorstellen. Und bevor wir starten mit Rebecca Roschi, möchte ich noch mal ganz kurz die beiden Künstler vorstellen. Christian Kosmas-Meyer ist seit 2020 bei uns im Schaufler Lab at TU Dresden. Er lebt und arbeitet in Wien. Und er hat schon in vielen internationalen Ausstellungen war er vertreten und er beschäftigt sich in seinen Arbeiten insbesondere und auch bei uns am Schaufler Lab mit dem großen menschlichen Begehren nach Unsterblichkeit und Unendlichkeit. Und dieses Projekt wird er mit den verschiedensten Forschungspartnern auch heute Abend vorstellen. Anton Ginzburg wiederum hat sich drei verschiedenen Projektideen im letzten halben Jahr verschrieben, die ganz unterschiedlich mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz umgehen. Und da wird er uns ebenfalls eine Einführung geben. Nochmal zurück zu Michael Klippan, den ich auch noch in aller Kürze biografisch vorstellen möchte. Er hat ästhetische Philosophie und Kunstwissenschaften studiert, leitet hier in Dresden einen Projektraum, die Galerie Stephanie Kelly, und promoviert ebenfalls seit letztem Jahr im Fach Kunstgeschichte bei Professorin Kerstin Schankweiler an der TU Dresden. Dann freue ich mich auf den ersten Vortrag von Rebecca Roschi. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für deine Einführung, Gwendolin. Künstliche Intelligenz oder kurz KI gilt als eine, bisweilen als die zentrale Schlüsseltechnologie der Gegenwart. Eine Technologie, mit der tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen verbunden werden und an der sich technische, wirtschaftliche, soziale Erwartungen bis hin zu quasi religiösen und transhumanistischen Erlösungsfantasien, aber auch dystopische Schreckensszenarien entfachen. Um nachzuvollziehen, warum KI sich in den letzten 70 Jahren von einem wissenschaftlichen Nischenthema hin zu einer Schlüsseltechnologie entwickeln konnte, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Ich betrachte zunächst in einem ersten Teil aus einer ideengeschichtlichen Perspektive die Vorgeschichte von KI und gebe dann in einem zweiten Teil einen kurzen Überblick über die deutsche KI-Entwicklung. Ganz offiziell beginnt die Geschichte künstlicher Intelligenz im Jahr 1956, als John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester und Claude Jehn einen Antrag für einen mehrwöchigen Sommerkurs verfassten. Der Name Artificial Intelligence, kurz AI oder auf Deutsch künstliche Intelligenz, tauchte hier zum ersten Mal ganz offiziell auf. Eine genaue Definition, was KI ist, wird zwar nicht gegeben, nur die leitende These, jeder Aspekt des Lernens oder jedes andere Merkmal der Intelligenz kann im Prinzip so genau beschrieben werden, dass eine Maschine ihn simulieren kann. Die Benennung war nicht unumstritten, denn gerade der Begriff Intelligenz wurde in diesem Zusammenhang als Provokation wahrgenommen. Die Hervorbringung von Intelligenz schien ein dem Menschen vorbehaltenes Vermögen. Die Behauptung, daran zu arbeiten, ein technisches Artefakt mit einem ebensolchen Vermögen auszustatten, wirkte vermessen und bombastisch zugleich. Die Initiatoren der sogenannten Dartmouth-Konferenz dürften diese Wirkung durchaus beabsichtigt haben, um Aufmerksamkeit und natürlich um finanzielle Zuwendungen zu akquirieren. Die Idee, sich Maschinen mit menschlichen Eigenschaften vorzustellen, reicht bis in die Antike zurück. In der griechischen Mythologie wird von Maschinen berichtet, die in der Lage waren, menschliches oder tierisches Verhalten, vor allem Bewegungen, zu imitieren. In der frühen Neuzeit fassten dann Automatenbauer diese Vorstellung auf und entwickelten vor allem zu Zwecken der Unterhaltung Automaten, die möglichst naturgetreu Bewegungen ausführen konnten. Besondere Berühmtheit erlangte die mechanische Ente des französischen Ingenieurs Jacques de Vaucanson. Neu dagegen war die Vorstellung, den Menschen selbst als eine Art Maschine zu sehen.
So erklärte Descartes den menschlichen Körper als eine Maschine, die den Regeln der Physik als damaliger Leitwissenschaft unterworfen war und initiierte damit die moderne Phase der Mensch-Maschine-Vorstellungen. Allerdings bezog sich die Analogie bei ihm zwischen Maschine und Mensch ausschließlich auf den Körper, wohingegen Geist und Denken diesem Zugriff ganz explizit entzogen wurden. In der Folgezeit blieb es üblich, den menschlichen Körper in, wie Jutta Weber es formuliert, Begrifflichkeiten der jeweils vorherrschenden Technologie zu fassen. Der Geist und die Funktionsweise des Gehirns blieben gemäß des kartesischen Geist-Körper-Dualismus davon aber weiter ausgeschlossen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein galt das Gehirn als Blackbox. Zwar ließen sich Input und Output beobachten, Rückschlüsse auf die Funktionsweise des Gehirns und das Denken ließen sich daraus jedoch kaum ableiten. Erst in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Idee denkbar, auch das Gehirn als eine Maschine zu sehen. Diese Sichtweise stand in engem Zusammenhang mit der Entwicklung elektronischer Rechner bzw. digitaler Computer. In den 1930er Jahren lief parallel in Großbritannien, den USA und Deutschland die Entwicklung von ersten Computern an. Der Zweite Weltkrieg schließlich ließ den Bedarf an Maschinen wachsen, die imstande waren, sehr viele Rechenoperationen gleichzeitig auszuführen. Insbesondere im Bereich Ballistik, Flugzeugbau, Simulation, Kryptographie wuchs die Masse der zu bearbeitenden Rechenarbeit derart an, dass es nicht mehr möglich war, sie nur noch von Menschen bewältigen zu lassen. Die technische Funktionsweise des Computers basierend auf einem Binärsystem, logischer Programmiersprache und die von Turing beschriebene Auffassung, dass in Gehirn und Rechenmaschine die gleiche Art von Operation abliefe, weckt auch das Interesse von Neurowissenschaftlern und Psychologen, die im Computer ein funktionales Äquivalent zum menschlichen Gehirn sahen. Die Blackbox-Gehirn schien sich nun mit Hilfe von Computern öffnen zu lassen. Der Neurophysiologe und Kybernetiker Warren McCulloch, der zusammen mit dem Logiker Walter Pitts das McCulloch-Pitts-Neuronenmodell entwickelte, wonach Neuronen nur je zwei Zustände annehmen können und entsprechend ihrer logischen Verknüpfung Reize weiterleiten oder nicht, zog die Parallele zwischen einem natürlichen Nervensystem und logischen Maschinen so weit, dass er behauptete, alles, was wir über Organismen lernen, lässt uns zu dem Schluss kommen, dass sie nicht nur Analogien zu Maschinen sind, sondern dass sie Maschinen sind. Oder wie es später Marvin Minsky etwas kürzer formulierte, das Gehirn ist nichts anderes als eine Maschine aus Fleisch. Vor diesem Hintergrund konnte die Idee KI in den Nachkriegs-USA Fuß fassen. Die Verwendung des Begriffs Intelligenz machte deutlich, dass es darum ging, die Leistung des Gehirns, also das Denken, mit einer Maschine zu simulieren. Diesen Ansatz verfolgten die ersten KI-Forschenden, wobei Intelligenz als Vermögen der Gehirnleistung verstanden wurde, beziehungsweise als die Fähigkeit, Symbole zu verarbeiten. Intelligenz äußere sich unter anderem in der Fähigkeit, Probleme zu lösen, Sprache zu verwenden, Muster zu erkennen und zu lernen, zu planen, so die gängige Vorstellung. Und damit wurden auch zugleich die Anwendungsfelder für KI-Technologien bestimmt, die bis in die Gegenwart hinein von Relevanz sind. Das Dartmouth-Treffen oder die Dartmouth-Konferenz blieb, obwohl zeitweilig zwischen 20 und 30 Personen anwesend waren, ohne konkrete Ergebnisse. Das einzig funktionierende Programm, das vorgestellt wurde, war der Logic Theorist von Alan Newell und Herbert Simon, der in der Lage war, Beweise mathematischer Theoreme zu finden. Für die Entwicklung von KI war Dartmouth dennoch eine wichtige Wegmarke. Hier formierte sich nicht nur die sogenannte Scientific Community der KI, sondern auch das Paradigma der symbolischen Informationsverarbeitung, das die nächsten drei Dekaden stark prägen sollte. Insbesondere das Militär sah in KI-Technologien Potenzial für eigene Zwecke und übernahm den Löwenanteil der Forschungsförderung. Es gäbe noch viel über die weitere Entwicklungsgeschichte von KI zu berichten. Stattdessen nehme ich an dieser Stelle einen zeitlichen und auch geografischen Sprung vor, um einen ganz kurzen Einblick in die deutsch-deutsche Geschichte der KI zu geben. Während KI-Forschung und Entwicklung zunächst ein US-amerikanisches Projekt war, eine kleine Ausnahme bildet in Europa lediglich Großbritannien, tauchten erste Forschungsansätze in diesem Bereich in Deutschland erst ab den 1970er Jahren auf.
Die Initiative beruhte dabei häufig auf Forschenden, die während eines Auslandaufenthalts mit KI-Ideen in Berührung kamen und diese dann mit an westdeutsche Universitäten brachten. Dort stießen sie zunächst auf Ablehnung. Grund dafür dürfte gewesen sein, dass die Informatik gerade erst dabei war, sich als Wissenschaftsdisziplin an deutschen Universitäten zu etablieren. Forschende aus den eigenen Reihen, die sich mit KI-Themen beschäftigten, wurden häufig als Heretiker angesehen, die der Seriosität der Informatik schaden konnten. Prominent wurde der Fall eines abgelehnten Habilitationsantrags, der sich mit automatischen Beweisen beschäftigte, also einem Bereich der KI, an der TU München. Trotz dieser ungünstigen Ausgangslage konnten allmählich auch in der Bundesrepublik KI-Ansätze Fuß fassen. Und dies gelang insbesondere dort, wo keine unmittelbare Konkurrenz zur klassischen Informatik bestand, sich gleichzeitig aber ein Anschluss an ältere deutsche Forschungstraditionen ergab. Exemplarisch lässt sich das etwa am Beispiel der Sprachverarbeitung zeigen. Im 19. Jahrhundert suchte die deutsche Sprachwissenschaft Anschluss an die Naturwissenschaften. Die sogenannten Junggrammatiker vertraten ein formalistisches, regelhaftes Verständnis von Sprache. Dieser Ansatz wiederum erwies sich als anschlussfähig für die Idee, Sprache mathematisch formulierbar und damit der Bearbeitung durch den Computer zugänglich zu machen. In Berlin, Bielefeld, Mannheim, Bonn, Stuttgart und auch Hamburg konnten sich im Laufe der 70er Jahre Sprachverarbeitungsprojekte etablieren, die sich an KI-Ideen orientierten. Besonders bekannt wurde das Hamburger Redepartnermodell, das eine natürlichsprachige Kommunikationssituation simulieren sollte. War die KI-Forschung in der Bundesrepublik bisher nur durch lose personelle Kontakte als sogenanntes Invisible College organisiert, so wurde das Jahr 1975 zu einer wichtigen Wegmarke. Im Februar 1975 fand in Bonn das Treffen Künstliche Intelligenz statt. Als Kommunikationsmedium wurde der Rundbrief für Künstliche Intelligenz, wir sehen hier das erste Exemplar, gegründet und der später zur Zeitschrift KI umbenannt wurde. Außerdem wurden weitere Treffen sowie der Anschluss als Fachgruppe an die Gesellschaft für Informatik vereinbart. Damit fand eine gewisse Institutionalisierung von KI in der Bundesrepublik statt. 1981/82 kündigte Japan das Fifth Generation Project an, dessen Ziel die Entwicklung einer neuen Computergeneration war und auch explizit die Entwicklung intelligenter Computer innerhalb der nächsten 10 Jahre beinhaltete. Damit rückte weltweit, auch in der Bundesrepublik, das Thema KI in die Öffentlichkeit. Insgesamt erlebte KI Forschung und Entwicklung in den 1980er Jahren einen Aufschwung. 1983 fand die International Joint Conference on Artificial Intelligence in Karlsruhe und erstmalig in Deutschland statt. Im gleichen Jahr entstand der Sonderforschungsbereich Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Es gab regelmäßige Treffen und erste Lehrstühle für KI wurden besetzt. Die Durchbruchs- und Hochphase für KI in der Bundesrepublik hielt bis Ende der 1980er Jahre an. Die Entwicklung von KI in der DDR war dadurch deutlich durch das planwirtschaftliche System, aber auch durch die exponierte Lage im Klima des Kalten Kriegs geprägt. In den 1960er Jahren herrschte die Vorstellung einer Vorausberechenbarkeit gesellschaftlicher Phänomene. Ausdruck fand diese Idee in der DDR in der angestrebten Wirtschaftsreform des sogenannten neuen ökonomischen Systems in Verbindung mit Kybernetik als einer Schirmwissenschaft. Die Kybernetikbegeisterung sowie der politische Wille, technologisch gegenüber dem Westen aufzuholen, förderte auch die KI-Entwicklung. Die Gründung des VEB Kombinat Robotron ist dafür ein sichtbares Zeichen. Damit entstand in Dresden eines der ersten Zentren in Deutschland, an denen ganz offiziell KI-Forschung betrieben wurde. Am 01.04.1969 wurde der VEB Kombinat Robotron als Großforschungszentrum gegründet. In einer eigenen KI-Forschungsabteilung fanden Arbeiten zur automatischen Problemlösung, zum Theorembeweis und zur natürlichsprachigen Kommunikation statt. Auch am Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse der Akademie der Wissenschaften wurde zu KI geforscht. Die staatliche Förderung von KI-Themen war vorrangig auf diese beiden Einrichtungen, also das ZKI und Robotron, beschränkt und brachte eine relativ gute Hardware-Ausstattung sowie einen privilegierten Zugang zu forschungsrelevanter Literatur mit sich.
Die 1970er Jahre waren dann stark von dem wirtschaftspolitischen Umbruch der Honecker-Zeit geprägt. Die Forcierung der Konsumgüterproduktion, aber auch die einsetzende Ablehnung kybernetischer Ideen wirkte sich bremsend auf die Entwicklung von KI aus. KI-Forschung fand zwar weiterhin statt, allerdings mit personellen und materiellen Einschränkungen und mit dem Zwang zu mehr Anwendungsorientierung. Das Fifth Generation Project Japans, neuerliche Förderung von KI-Forschung in den USA, aber auch erste kommerzielle Erfolge sogenannter Expertensysteme als Produkt der KI veranlassten die Regierungen in West- und Ostdeutschland zu massiven staatlichen Investitionen zum Ausbau der eigenen Entwicklung. In der DDR wurde durch Zentralisierung der Forschung auch im Bereich KI seit Mitte der 1980er Jahre versucht, Effizienzsteigerungen zu erreichen. Im Rahmen des sogenannten Hochschulindustriekomplexes wurde die KI-Forschung der TU Dresden an die des Kombinats Robotron gekoppelt. KI-Forschung an anderen Hochschulen wurde dagegen vernachlässigt. Dass dort dennoch KI-Themen vermittelt wurden, ging auf die Initiative Einzelner zurück. Seit 1984 wurde an der TU Karl-Marx-Stadt erstmals die Spezialisierung Künstliche Intelligenz innerhalb der Fachrichtung Theoretische Informatik angeboten. Ab Mitte der 80er Jahre etablierten sich an nahezu allen Informatikfakultäten der DDR Forschungsgruppen zu KI-Themen. Zudem kam es zu einer starken Vernetzung der universitären KI-Forschung. Zu denen gehörte unter anderem auch die Sommerschule in Reinhardsbrunn, bei denen auch regelmäßig westdeutsche KI-Forschende zu Gast waren. Als ein durchgehendes Problem der KI-Entwicklung in der DDR erwies sich die unzureichende Hardware-Ausstattung. Hier wirkte sich insbesondere das faktisch doppelte Embargo durch westliche Staaten und die Geheimhaltungspolitik Moskaus andererseits negativ aus. Orientierungspunkt für die Entwicklung im Bereich Rechentechnik und KI blieb trotz gegenteiliger Beteuerung der Westen vor allem die USA. Im öffentlichen Diskurs der DDR wurde das positive Potenzial von KI-Technologien innerhalb des sozialistischen Systems betont. Statt wie im Kapitalismus den Menschen zu verdrängen, so die Argumentation, würde es im Sozialismus vielmehr zu einer Ergänzung des Menschen durch KI kommen, die insbesondere die Arbeitenden von eintöniger Routine befreien kann und damit Raum biete, dass er seine produktiven Fähigkeiten noch weiter entfalten kann. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR den Einstieg in die KI-Forschung zunächst verpassten und erst mit 15- bis 20-jähriger Verspätung gegenüber der US-amerikanischen Entwicklung reagierten. Allerdings konnten beide deutschen Staaten dabei auf Wissenschaftstraditionen zurückgreifen, die für KI-Ansätze Bedeutung hatten. Hier ist exemplarisch etwa auf die Tradition der Junggrammatika zu verweisen, die später anschlussfähig für die maschinelle Sprachverarbeitung wurde. In den 1970er Jahren differenzierte sich die Entwicklung von KI dann deutlich. Während sich KI-Technologie in der Bundesrepublik als eigene Fachdisziplin etablieren konnte, wurde KI als Grundlagenforschung in der DDR stark vom Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker und damit verbundenen neuen wirtschaftspolitischen Ausrichtung ausgebremst. Die DDR litt unter dem technologischen Rückstand im Bereich Hard- und Softwareausstattung, während die Bundesrepublik die technologische Lücke durch Importe schließen konnte. Der vergleichende Ansatz einer deutsch-deutschen KI-Geschichte ist geeignet, den Einfluss verschiedener politischer Systeme auf Forschung und Technologieentwicklung nachzuvollziehen. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, ideengeschichtliche Traditionen und nationale Innovationskulturen, die sich über lange Zeiträume als konstant erwiesen, auszumachen. Technikgeschichte kann hier einen Beitrag leisten, den Trend KI einzuordnen, Wurzeln aktueller Problemlagen aufzuzeigen und damit, wie es Michael Homberg sagt, Gegenwartsdiagnosen und Zukunftsperspektiven eine historische Tiefe zu verleihen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe nur 10 Minuten, deswegen wird das jetzt nur mal ein Anriss sein der Sachen, in denen ich hier gearbeitet habe.
Wie Gwendolin vorhin schon in ihrer Einführung erwähnt hat, war meine künstlerische Forschung am Schaufler Lab at TU Dresden, konzentrierte sich auf die Untersuchung von kulturgeschichtlich tradierten Vorstellungen von Unsterblichkeit vor dem gegenwärtigen Hintergrund des einschneidenden Wandels im Bereich Biotechnologie und KI. Und kurz ein paar Worte zum Begriff Unsterblichkeit, denn den Wunsch nach Unsterblichkeit verstehe ich als ein universelles Begehren, das uns als Menschheit seit Urzeiten begleitet. Und seit sich die Menschen ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst sind, befinden sie sich auch in einer paradoxen Situation. Denn auf der einen Seite wissen wir alle ganz genau, dass wir eines Tages sterben werden. Aber wie Sigmund Freud einmal feststellte, der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, Zitat. Und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir als Zuschauer weiter dabei bleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden, im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist, im Unterbewusstsein sei jeder von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Und dieses Paradoxon basiert auf zwei verschiedenen Perspektiven, die wir im Blick auf uns selbst immer einnehmen können. Einerseits objektiv oder von außen und andererseits subjektiv oder von innen. Und zwischen diesen beiden entgegengesetzten, aber sehr mächtigen Vorstellungen entsteht eine Spannung, die nicht leicht zu ertragen ist. Hält man diese Spannung nicht aus, gibt es nur eine mögliche Auflösung und das ist eben die Idee der Unsterblichkeit. Aus diesem Grund hat sich die Vorstellung eines unendlichen Lebens zu einem der wichtigsten und vielleicht dem wichtigsten Begehren der Menschheit überhaupt entwickelt. Um der Vorstellung von Unsterblichkeit eine Form zu geben, erschaffen wir Menschen schon seit Urzeiten Geschichten, die davon handeln. Manche TheoretikerInnen vermuten sogar, dass gerade der Wunsch nach Unsterblichkeit der maßgebliche Antrieb für alle kulturellen Errungenschaften sei. Der Schriftsteller Brian Appleyard hat das mal so zusammengefasst: Jeder stirbt, daher muss auch ich sterben. Und da das unvorstellbar ist, erfinden wir die Unsterblichkeit und aus dieser Erfindung entsteht Kultur. Und so begegnet uns der Wunsch nach Unsterblichkeit schon in einer der ältesten Erzählungen, die wir überhaupt kennen, dem Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Das Epos schildert die Geschichte Gilgameschs, eines Königs von Uruk und dessen Suche nach Unsterblichkeit. Am Ende muss der Held einsehen, dass Unsterblichkeit nur den Göttern gegeben, Leben und Sterben aber Teil der menschlichen Natur ist. Und wir haben natürlich Körper unter uns, die schon seit Jahrtausenden auf dieser Erde sind, so wie hier der mumifizierte Pharao Ramses I. Das sind körperliche Relikte einer uralten Hochkultur, der ägyptischen, in der das Streben nach Unsterblichkeit ein bestimmender kultureller Antrieb war. Die damalige Vorstellung, dass die Stimmen der Toten wieder erklingen müssen, damit sie ewiges Leben erreichen, nahm ich jetzt für meine künstlerische Forschung hier in Dresden zum Anlass für eine performative Annäherung an einen dieser mumifizierten Körper. Nämlich auf Basis von Daten, die durch Aufnahmen mittels Computertomographie erzeugt wurden, konnte ich gemeinsam mit Forschungspartnerinnen der TU Dresden vom Institut für Sprachakustik eine exakte Kopie des Vokaltrakts einer 2000 Jahre alten Mumie herstellen. Das sieht man hier jetzt, also Vokaltrakt bezeichnet im Grunde vom hier von unten von den Stimmlippen bis oben zu den Mundlippen, diesen Bereich, in dem wir Sprache formen. Und das Ganze haben wir mit einer fluiden Zunge aus Silikon bestückt, denn natürlich ist unsere Stimme nicht nur der Ton, der durch die Stimmlippen erzeugt und dann durch den Vokaltrakt geformt wird, sondern die Zunge, die das Ganze über Verformung nochmal eben verändert in bestimmte Laute, bestimmte verschiedene Töne. Man kann das hier ganz gut sehen. Das ist jetzt ein vereinfachtes Modell des Vokaltrakts, das durchsichtig ist. Innen drin sitzt diese Zunge aus Silikon mit drei Kammern. Die kann mit Wasser gefüllt werden oder das Wasser kann auch wieder herausgezogen werden, Überdruck oder Unterdruck. Und dadurch verformt die sich, ähnlich wie unsere Zunge den Mundraum verformt und dadurch ändert sich auch der Ton, den wir erzeugen konnten und der sozusagen die Stimme der Mumie wieder zum Erklingen brachte. Denn dieses künstliche Stimmorgan bespielte ich im Nachhinein dann wie ein Instrument, um verschiedene Stimmtöne zu erzeugen, aus denen dann in der Folge ein Mehrkanalstück entstand. Die entstandenen Klänge, angesiedelt zwischen wissenschaftlicher Präzision einerseits und spekulativ-poetischem Experiment andererseits, führen die ZuhörerInnen als Teil einer musikalischen Komposition in die Tiefen der Zeit und verbinden gleichsam das Archaische mit dem Hypermodernen. Und wenn Sie hören wollen, wie das klingt, dann lade ich Sie sehr herzlich ein, in den nächsten Wochen in die Altana-Galerie der TU Dresden zu kommen und sich die Ausstellung A&I anzuschauen. Denn da sieht man diese hört man vor allem diese Installation.
Diese Arbeit nimmt Bezug auf neue technologische Innovationen, die dank neuronaler Netze die Stimmen von Verstorbenen resynthetisieren können. Es gibt bereits jetzt überzeugende Beispiele von verstorbenen Sängerinnen, die mittels KI Lieder singen, die sie zu Lebzeiten nie sangen. Doch nicht nur sollen diese Stimmen wieder erklingen, sie sollen irgendwann auch zu richtigen Konversationen fähig sein. Das baut auf der Idee auf, dass KI durch die vielen Daten, die wir zu Lebzeiten ansammeln, lernen kann, so zu sprechen wie wir selbst. Und erste Ansätze in Form von Chatbots gibt es dazu auch schon. So wie hier zum Beispiel die gebürtige Russin Eugenia Kuida, die die Idee hatte, einen Chatbot in Erinnerung an ihren verstorbenen Freund Roman zu entwickeln, als sie alte Textnachrichten las, die sie mit ihm ausgetauscht hatte. Und sie fragte sich, was, wenn man ein künstliches neuronales Netzwerk mit Tausenden von Romans Chattexten füttern würde, die er über die Jahre an seine Freunde geschickt hatte. Würde der Bot dann lernen, so wie Roman zu schreiben? 2016 veröffentlichte Kuida dann den Roman-Bot auf Facebook. Und wer mit ihm chatten will, kann dies über eine spezielle App tun. Der Algorithmus ist nicht nur darauf programmiert, aus dem digitalen Chat-Archiv von Roman die Sätze auszuwählen, die möglichst gut in die Konversation passen, sondern auch darauf, neue zusammenzusetzen. Und hier sieht man jetzt Beispiele, wie solche Konversationen dann zum Beispiel klingen mit ihm. Dadurch funktionierte der Bot als Gesprächspartner, der an Roman erinnert, erstaunlich gut. Seine Freunde haben tatsächlich das Gefühl, mit ihrem verstorbenen Freund zu chatten. Manchen von ihnen hilft es, ihre Trauer zu verarbeiten oder über ihre eigenen Probleme zu reden, und andere Freunde wiederum zeigten sich verstört von Kuidas Projekt und lehnten es entschieden ab. Die Grenze, ab der einem Menschen diese gespenstische Anwesenheit der Abwesenden zu unheimlich wird, ist also höchst individuell. Was der oder dem einen helfen mag, mit Trauer zurechtzukommen, stößt die oder den anderen natürlich wieder ab. Und scheint die Schwelle bei einem reinen Chatbot noch für viele vertretbar, wird es komplizierter, je mehr Parameter einer Körperlichkeit hinzukommen. Wie hier zum Beispiel die 6-jährige Na Yeon aus Südkorea, die 2016 im Alter von 6 Jahren an Leukämie gestorben war. Die Mutter hatte danach schwer mit ihrer Trauer zu kämpfen und suchte nach Hilfe. 4 Jahre später hat dann ein Fernsehsender die Mutter mit Hilfe von virtueller Realität mit ihrer Tochter wieder vereint. 8 Monate lang arbeitete dafür ein Produktionsteam an der VR-Technologie, um das Gesicht, den Körper und die Stimme von Na Yeon zu realisieren. Die Bewegungen eines Kindermodells wurden auf dem Monitor erstellt, um die Szene in einem VR-Studio wiederzugeben. In einem virtuellen Park trafen schließlich die Mutter und der Avatar ihrer verstorbenen Tochter aufeinander. Mama, wo bist du gewesen? Fragt sie dann ihre Mutter. Ich habe dich so vermisst, du mich auch? Und ihre Mutter antwortet, ich habe dich vermisst, Na Yeon, und streckt tränenüberströmt ihre Hände aus, um ihre Tochter übers Haar zu streichen. Doch statt ihre Tochter zu berühren, steht Yang Yi-sung mit einem VR-Headset auf dem Kopf und berührungsintensiven Handschuhen vor einer grünen Studioleinwand und greift ins Leere. Der Wunsch nach Berührung bleibt unerfüllt, die Tochter bleibt eine gespenstische Erscheinung, so echt und doch durch und durch künstlich. Und diese beiden Beispiele zeigen, dass wir uns an einem Punkt befinden, an dem dank neuester digitaler Möglichkeiten die Grenze zwischen Leben und Tod scheinbar verschoben und eine neue Form der Trauerkultur am Horizont erkennbar wird. In meinen künstlerischen Arbeiten für die Ausstellung A&I, die ich mit Anton Ginsberg zusammen in der Altana-Galerie in Dresden zeige, versuche ich, diese technologisch bestimmten Reanimationen mit einer kulturhistorischen Sichtweise in Verbindung zu bringen und die tieferen unbewussten Schichten des uralten Begehrens nach Unsterblichkeit mit ihren neuartigen technologischen Realisierungen in eine unheimliche Verbindung zu setzen. So bezieht sich eine Serie von animierten Fotografien auf sogenannte Deepfakes. Bei Deepfakes werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Videofälschungen erzeugt, die täuschend echte Inhalte nachahmen und zu denen man das animierte koreanische Mädchen auch zählen könnte. Die Falsifikate stehen damit in einer langen Tradition manipulativer Bildtechniken, die Jahrhunderte zurückreichen. Und der US-amerikanische Fotograf William Mamla stand in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Geisterfotografien, die mittels Doppelbelichtung vorgaukelten, Verstorbene sichtbar zu machen, am Beginn der fotografischen Manipulation. Ich führe diese historischen Täuschungen mit neuester Technologie zusammen, indem ich die von Mamla porträtierten Personen mithilfe von KI scheinbar belebe. Die mimische Veränderung der ursprünglich unbewegten Porträts wird dabei von meinem eigenen Mienenspiel gesteuert. Die Bewegungen meines Gesichts zeichnete ich per Video auf und stellte diese Daten einem Algorithmus als Lernmaterial zur Verfügung, der sie dann auf die fotografierten Gesichter übertrug. Die Worte, die ich den vor über 150 Jahren Porträtierten dabei in den Mund lege, bleiben für uns BetrachterInnen aber unhörbar.
Werden wir uns also in Zukunft mit unseren verstorbenen Familienangehörigen auch nach deren Tod weiter unterhalten? Werden sie uns von digitalen Oberflächen aus zulächeln und uns Lieder vorsingen? Die Technologie dafür steht bereit und wird immer besser. Werden wir das auch wollen? Vor der Antwort auf diese Frage steht wohl eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte darüber an, wie sich unser Verhältnis zum Tod verändern soll und welche Rolle wir diesen digitalen Gespenstern, die vermehrt ans Licht rücken, in unserem Alltag einräumen wollen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ein kurzer Disclaimer vorab. Ich spreche nicht über die Forschung meiner Promotion. Vielmehr lenke ich den Fokus auf ein kunstwissenschaftliches Themenfeld, was gerade in der Gegenwartskunst von größerer Tragweite zu sein scheint, nämlich ob die Auseinandersetzung mit KI tatsächlich ein legitimes Narrativ in der Gegenwartskunst ist. Dabei spielt das Potenzial von KI als kreativem Instrument, als nichtmenschlichem Kollaborateur, als disruptiver Technik und als Objekt, das zu systematischer Kritik und Reibung anregt, eine entscheidende Rolle. Ebenso wie der Fakt, dass KI und entsprechende Verfahrensweisen zugrunde liegende Narrative oftmals als Anlässe künstlerischer Arbeit dienen. Korrespondierend zu den Werken der beiden Residenzkünstler des Schaufler Lab, die auch oftmals über KI nachdenken, ohne KI einzusetzen, möchte ich exemplarisch den Blick weiten für diese künstlerische Strategie und damit auf ein anderes Werk der Gegenwartskunst, das sich KI ebenso zum Anlass nimmt, aufmerksam machen. Dabei wird KI entgegen zahlreichen anderen Beispielen nicht als technischer Bestandteil im Werk verwendet. Vielmehr ist es die Idee koproduzierender, schwärmender Intelligenzen als Form geistiger Kapazität, die die Brücke zu KI schlägt. In diesem Sinne liefert der französische Künstler Pierre Wieck mit seinem Werk Untilled eine treffende Metapher für die Grundlagen der Modellierung neuronaler Netze und argumentiert für ein Verständnis von funktionaler Intelligenz, das auf der Auslese von natürlichen Formen als prozessual beruht. Das Koproduzieren von Intelligenzen, die erst im Kollektiv oder Schwarm ihr Potenzial entfalten, ist in der Natur eine Gegebenheit, die sich beispielsweise in Bienenstaaten, Termitenhaufen, Vögel- und Fischschwärmen erkennen und als Konzept von Emergenzen untersuchen lässt. Jedes einzelne Individuum besitzt dabei geringe Informationen über seine Umwelt und interagiert nur mit einer begrenzten Anzahl von Artgenossen. Dennoch trifft die Gruppe als Ganzes koordinierte, sinnvolle Entscheidungen. Die Gruppenentscheidungen solcher Superorganismen bilden sich über Rückkopplung heraus. Indem jedes Individuum sein Verhalten an demjenigen seiner Benachbarten ausrichtet und diese in ihrem Verhalten beeinflusst. Bestimmte Aspekte dieser funktionellen Ausprägung von Intelligenz, beispielsweise einer Ameisenkolonie, können in Regeln erfasst und mit Computerprogrammen simuliert werden, unter anderem als Forschungsfeld von KI bzw. verteilter KI. Das Arbeitsgebiet versucht, komplexe, vernetzte Software-Agentensysteme nach dem Vorbild staatenbildender Insekten und Vögel zu modellieren. Die Kooperation künstlicher Agenten dient dazu, höhere kognitive Leistungen zu simulieren. Ein Beispiel wäre die Modellierung der Berechnung der optimalen Lastenverteilung bei einem Cluster von Internet-Servern nach dem Verhalten der Bienen beim Nektarsammeln. Ich komme zum eingangs angesprochenen Kunstwerk, das diese Idee in Um- und Humanwelten weiterdenkt. Im peripheren Süden des Parkgeländes der Kasseler Karlsaue konzipierte der französische Künstler Pierre Wieck während der Documenta 13 im Jahr 2012 sein Werk Untilled, zu Deutsch Unkultiviert. Der Kern des Werkes ist die Reproduktion eines Aktes in patiniertem Betonguss mit integriertem Heizsystem. Der Kopf ist mit einem Bienenstock bewachsen. Wabenstrukturen und ein intaktes Bienenvolk sind in lamellenförmigen Ausprägungen sichtbar. Das Objekt scheint in einem unkultivierten Umfeld zum Liegen gekommen, in dem auch zwei Hündinnen der Rasse Podenco namens Senior und Human für die Zeit der Ausstellung leben, wobei das Bein der letztgenannten Hündin bis zum Schulterblatt mit rosa Farbe markiert ist.
Außerdem zeichnet sich das Werk durch weitere aktive und passive AkteurInnen und situative Gegebenheiten aus. Wie vor Ort beheimatete Ameisenvölker, Pfützen mit Algenabdeckung, einem wannenartigen Gesteinsquader, der von Kaulquappen und später von Fröschen bevölkert wird. Zudem finden sich innerhalb des Werkes andere, in ihrer Herkunft spekulative Bestandteile des Umgebens, wie Pflastersteinstapel und die geordneten Aufschüttungen von schwarzem Schiefer und diversen mineralischen Komponenten. Da das Werk auch aufgrund seiner pflanzlichen Bestandteile zum Wachstum imstande ist, neben dem wachsenden Bienenvolk, sind seine genauen Ausmaße nicht fassbar. Pflanzen wachsen, Tiere vermehren sich, Beton verwittert und so weiter. Aus dieser Idee der selbsttätigen Synthese der diffusen Materialzugehörigkeiten lässt sich eine Brücke zur Freianlage der Karlsaue bauen, die den Charakter einer historischen, kulturellen, aber auch in ihren materiellen Bedingtheiten vitalen Umgebung gleichsam auf das Werk überträgt. Die noch aus der ursprünglichen Planungsanlage um 1700 entstandenen barocken Sicht- und Bedeutungsachsen lenken bis heute den Blick der BesucherInnen der Ausstellung und des Parks. Neben den nicht für die ökologische Nutzung durch den Menschen dennoch künstlich angelegten Stillgewässern und kanalartigen Wassergräben, die nahezu ausschließlich die Beheimatung von Tieren, Pflanzen und anderen Lebewesen zum Zweck haben, weisen besagte Sichtachsen eindrücklich die Dynamik eines Naturraums aus, der Blicke lenken und Schutzräume gewähren kann. Wicks Werk konterkariert durch seine Positionierung in der Peripherie dieser historischen Parkanlage deren geschichtlichen Habitus. Haben es Barockgärten wie dieser zu eigen, als Repräsentationsobjekte geschaffen worden zu sein. Die Anlage der Karlsaue, erbaut während der Regierungszeit von Karl von Hessen im 17. Jahrhundert und nach eben diesem benannt, ist aus diesem Entstehungskontext heraus betrachtet ein hegemoniales Demonstrationsinstrument von Macht, Einfluss und Rang. Diese Determination wird durch die Berührung bzw. das Einnehmen des Bodens mit einer nicht-hegemonialen Idee durchkreuzt. Indem die Machtverhältnisse von einer involvierenden Ehrfurchtsgeste hin zu einem sich den menschlichen Blick und Verständnis entziehenden Verweissystem verschoben werden, ähnlich der Blackbox in künstlichen neuronalen Netzen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Akt einer patinierten Betonnachbildung der Bronzeskulptur des Schweizer Bildhauers Max Reinhold Weber zu. Gleichwohl ist die Wahl des Betons hauptsächlich mit dem pragmatischen Grund der Installation eines Heizsystems im Inneren der Plastik zur Temperierung des Betons für das Wohlbefinden der Bienen zu begründen. Das Ersetzen des Kopfes des Aktes, der beispielsweise beim Menschenträger Ort des Hirns ist, durch das Nest einer dynamischen Schwarmintelligenz weist das Werk als Netzwerk mit selbsttätigem Mehrwert aus. Das Substituieren des menschlichen Steuerungsapparates durch ein Bienenvolk als Spezies jenseits starrer Ortssingularitäten, die sich in vielfältige Richtungen gleichzeitig bewegen und verteilen kann, sowie auf symbiotische Weise mit den umgebenden Pflanzen interagiert, lässt Neubewertungen der Kontinuen zwischen Mensch, Natur, Kultur, zwischen vermeintlich handelnden und nicht handelnden Dingen zu. Der prozessuale Handlungsraum, der sich zwischen Nahrungssuche, Honiggewinnung, Reproduktion und Wachstum der Pflanzen- und Bienenwelt, Blütenbestäubung und damit in wachsenden Aktionshäufungen wie dem Bienenstock entfaltet, weisen, wie eingangs kurz erwähnt, Bezüge zu künstlichen neuronalen Netzwerken auf, die Wick klar als ideengebend ausweist. Strukturen künstlicher neuronaler Netzwerke sind dem Aufbau des menschlichen Nervensystems entlehnt. Zentraler Handlungsort ist wie bei Wick das Hirn, das durch eine dezentralisierte und die Umwelt einbeziehende Schwarmintelligenz ersetzt wird. Bei höheren Organismen findet die Signalübertragung über Nervenzellen statt, die über Synapsen miteinander verknüpft sind. Die Vernetzung der Neuronen erfolgt nicht starr, sondern ist durch flexible Verzweigungen gekennzeichnet. Signalwege, die häufig gebraucht und verwendet werden, können verstärkt werden. Wenig frequentierte Verbindungen können im Laufe der Nutzung abgeschwächt werden. Kurz, sie lernen. Anwendungen des tiefen maschinellen Lernens beruhen in der Regel auf künstlichen neuronalen Netzen. Diese können anders als klassische Programme selbstständig Regeln zum Erkennen bestimmter Muster aus den Datensätzen ableiten. Ausgehend von einer Information werden diese Daten zunächst von den Input-Neuronen aufgenommen und gewichtet. Dabei hat jedes Neuron ein individuelles Gewicht. Die gewichteten Daten werden als Reiz an alle verknüpften Neuronen weitergegeben und vor jeder erneuten Weitergabe in die nächste Schicht wiederum Neuronen individuell gewichtet.
Die Gewichte werden im Laufe der Informationsübertragung auf Grundlage der Stärke und der Bedeutung des Neurons gebildet. Die letzten Neuronen geben die gewichteten Reize an die Output-Neuronen weiter und das Gesamtergebnis kann dargestellt werden. Zu Beginn des Trainings ist das Resultat meist noch sehr weit von dem konkreten bekannten Ergebnis entfernt. Über Fehler lässt sich jedoch ein systematischer Rückschluss ziehen, in welche Richtung jede gewichtete Verbindung zwischen den Neuronen ein Stück weit angepasst werden muss, um der konkreten Ausgabe näher zu kommen, bis das Netz schließlich nach vielen, oft mehreren tausend Durchläufen lernt, aus Inputdaten den gewünschten Output zu produzieren. Künstliche neuronale Netze bilden so zu natürlichen Neuronenstrukturen ähnliche Netzwerke aus. Wie lässt sich eine diesbezügliche Verhältnismäßigkeit herstellen, die die vom Künstler getroffenen Aussagen über künstlich-neuronale Netze zu dieser künstlerischen Äußerung gelangt zu sein, validiert? Die Kommunikation zwischen Bienen über die Qualität der Nahrungsquellen wird durch einen tanzartigen Bewegungsablauf erreicht. Während der Durchführung dieses Tanzes gibt die Richtung der Bienen die Richtung der Nahrungsquelle in Bezug auf die Sonne an. Die Intensität der wackelnden Bewegung gibt an, wie weit sie entfernt ist, und die Dauer des Tanzes gibt die Menge an Nektar in der Nahrungsquelle an. Jede Biene handelt dabei und hernach nach einem strikt gewichteten Regelablauf. In der Anfangsphase gibt es nur einige Pfadfinderinnen, Scout-Bees, und Zuschauerinnen, Onlooker-Bees in der Kolonie. Die Pfadfinderin wird geschickt, um nach einer potenziellen Nektarquelle zu suchen. Und die Zuschauerin wartet in der Nähe des Bienenstocks auf die Rekrutierung. Wenn eine Pfadfinderin eine Nektarquelle findet, verwandelt sie sich in eine Arbeiterin, eine Employed Bee. Die Arbeiterin sammelt etwas Nektar und geht zurück zum Bienenstock und tanzt dann verschiedene Formationen, um Informationen über die Quelle mit den Zuschauerinnen zu teilen. Diese sich gegenseitig bedingenden ontologischen Bezugssysteme nimmt sich Pierre Wieck zum Ausgang, indem sein Werk partiell künstliche und partiell organische Komponenten funktionell vereint und einen lebenden Algorithmus personifiziert. Die Entwicklung des Werkes ist getrieben von einer Bienenkolonie, die die Umwelt scannt und einbezieht, um Nektar im Sinne eines Erntealgorithmus zu farmen und ihre eigene Funktionalität permanent zu steigern. Die hier aufgefächerten Verweise umfassen instabile, stabile, agile, statische, künstlerische, nicht-künstlerische, natürliche, nicht-natürliche, biologische, organische, synthetische und künstliche Prozesse und weisen das Werk Untilled eher als Netzwerk aus, denn als eine singuläre künstlerische Arbeit. Ein Mehrwert, den das Werk aus dem Kontext bloße Illustrationen für technische Prozesse zu sein, die aus der Natur abgeleitet sind, löst und vielmehr den Mehrwert betont, den das Werk Wiecks der Theorie bereits voraus hat. Die Verzahnung des Denkens über technische Prozesse hinaus, die außerhalb des Gegenstandes liegen. Das Ausschwärmen aus den Grenzen des Kollektivs und die Inklusion sich gegenseitig stabilisierender Umwelten. Vielen Dank. Hello everyone, my name is Anton Ginsberg. It's a pleasure to be here, and I'm happy to present the project that I was working on in 2021. A lot of my practice is based on the research of the modernist tradition of the 20th century, and in particular, Eastern European context of that. So my approach to
technology and AI was really a practical one, studio-based. The first 3 months, I was researching the archives of the TU Dresden and the collections that the university has. In particular, I was very interested in mathematical models collection, as well as a color archive that's located near Custodin Technical University. Another aspect that I was able to see is kind of the expression of the 1960s work of two Dresden-based artists, Karl-Heinz Adler and Friedrich Kracht. It was really kind of the focus on a synthesis of art and architecture, which I found very inspiring and in line with the constructivist tradition. So as a result, I decided to develop on three projects. And as an kind of as an inspiration for me was really working with surface. The first project was kind of taking the ideas of Adler and Kracht, and by using algorithmic method and kind of a computation to develop and expand the ideas that I thought were very inspiring. The photos that I will be showing, it's exhibition at Altana Gallery, that is a two-person exhibition of myself and Christian Kosma-Meyer that opened 2 days ago. And that's open during the week, but not on the weekends. So the first expression was kind of a drawing approach, a two-dimensional approach. That was also kind of took a form of a daily exercise. As I mentioned, kind of my approach to technology is really kind of rooted in the modernist tradition. And as Rebecca was saying, it's really to expand and kind of free up kind of the time to be more effective and maybe to find certain approaches that otherwise would not be humanly possible. So my first project was quite human, actually. I used an algorithm to develop a system, but a lot of choices, for example, for the color, for the arrangement, for the kind of for the duration, for the brush strokes, I really wanted to leave there to kind of to show that the technology is really an extension to the human decisions. The result of it was 50 drawings, and it was the amount of days that I was staying in Dresden in the summer, which was shown in one of the university galleries. The second outcome was kind of coming closer to the surface of the building, to the wall. So I developed murals, kind of using the same kind of approach, the same kind of technology, but kind of changing the scale. So in this particular works, it's really kind of looking at the kind of painterly surface. The second project I was interested to look at is closely related to the idea of AI. Also, the idea of surface appears, but in a different way. I worked with the Department of Computer Visualization with Professor Stefan Gumhold and some of the students, where I created quite a simple scenario using 3D graphics. For me, the inspiration was a project that took place in 1975 in California. It was a performance piece by architectural group called Ant Farm. The project was called Media Burn. Unfortunately, I don't have the photo here, but I'll describe it. It was quite simple. It was kind of like a mountain of TV sets that kind of where the classical American car drove through it. For them, it was two symbols of kind of 1970s American culture, kind of bringing it to the
kind of point of crash. So I was thinking, well, you know, kind of there is this kind of the idea of two kinds of databases, the idea of a surface database and the idea of 3D models, a database of 3D artworks that you can find on the internet. So I set up a very simple scenario of multiple crashes. Kind of the surface, though, for the three-dimensional, for the 3D animation, was a database based on kind of photography, buildings, skies of Dresden. But because it's still kind of the AI wasn't trained very well, it created a lot of formal artifacts, which for me was also an interesting formal exploration. As technologies develop, new aesthetics come up. Like if we look at the early 20th century with usage of metal, glass, plastic, it's definitely changed the approach to abstraction and to expanded the vocabulary of art. The third project was based on a surface as a sculptural form, as a structural form. I worked with the Department of Mathematics with Professor Axel Voigt and student Mike Porman. I based it on 12 iconic movies, and I took the script of each of the movies, applying sentiment analysis to the form, and with help of the professors and the student, we developed an algorithm that was generating a form based on the concrete data. For me, it's also kind of this kind of project has a stamp of time, that this kind of form, on one hand, it's quite abstract and quite expressive, yet it's rooted in a very concrete data. The result was video and 3D prints that were installed as kind of a mural piece, once again kind of focusing on the idea of figure-ground relationship and the idea of a surface as a structural element. I have a little clip of the video. I don't know if we have time for that. Maybe not. Okay, thank you. In seinen Ausführungen auf die Ausstellung verwiesen hat. Insofern lade ich alle herzlich ein, sich die Ausstellung A&I tatsächlich an der Universität anzugucken, und frage ins Publikum, gibt es eine Nachfrage? Ich sehe keine Online-Meldung. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich ganz herzlich bei unseren Artists in Residence und den beiden Stipendiatinnen des Schaufler-Kolleg bedanken für ihre Ausführungen, die nochmal deutlich gemacht haben, wie eben geistes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf KI und gleichzeitig auch die künstlerischen Annäherungen an dieses Thema miteinander verbunden werden. Und das ist letztlich auch... Dein Mikro geht nicht. Und das ist letztlich auch der zentrale Gedanke des Schaufler Lab at TU Dresden, verschiedene Disziplinen zusammenzubringen und an einer technischen Universität zu implementieren und damit auch den Diskurs zu KI nochmal zu erweitern und letztlich auch in diesem Transfer bestimmte Fragestellungen an ein größeres Publikum zu vermitteln und gleichzeitig in der und an der Universität neue Fragestellungen aufzuwerfen.
Ja, ganz vielen Dank für Ihr Interesse. Wir weisen nochmal auf unsere tolle Ausstellung hin und freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein durften beim KI-Festival des Deutschen Hygienemuseums und des Goethe-Instituts. Damit synchronisieren wir uns wieder mit dem Online-Programm, was parallel zu unserem Podium hier stattfindet, und freuen uns auf weitere spannende Einblicke beim Festival. Viel Vergnügen noch.